20.11 Uhr. Die diesjährige Karnevalssession ist eröffnet. Kapelle, tusch! Das brauchst du nicht immer zu sagen. Da tut die Kapelle von ganz allein. Die tun ja nichts von ganz allein. Das Einzige, was die von allein tun, ist Suffe. Weiter. Ich freue mich. Halt! Zunächst immer mal einen kräftigen Schluck auf die Gesellschaft, ne? Wie? Schon so früh? Damit kann man ja nicht früh genug anfangen, ne? Hast du selbst ausgerechnet, wie viele Personen fasst der Saal? An Tischen 700. Ja, und die kaufen alle Wein bei uns, ne? Ein Saalwirt, der nicht ausschließlich unsere Weine ausschenkt, der kommt für die Gesellschaft überhaupt nicht in Frage. Das habe ich auf unserer letzten Vereinsbesprechung durchgesetzt. Ja, und wenn der Aujus als einfaches Elberratsmitglied ob jeder Sitzung sich scheiß Jahre verkaufen kann. Und der Kerl, ne? Was er für eine Kerl? Er ist unser Schatzmeister, ist der Inhaber vom Blumenhaus Breuer. Wenn der die Blumenarrangements für der Saal und die Sträußer für der Zucht, ne? Ja, dann werde ich doch wohl als Spirituosengroßhändler und als Präsident des Vereins. Ja, mir brauchst du das Ganze doch nicht zu erzählen. Die sehen sich alle sehr her und so veredelmut triefend und so und verheimat triefend, wissen Sie, ich liebe auch meine Vaterstadt, aber ich bin nicht bereit, darüber meinen Verstand zu verlieren. Freude erfüllt uns, Freudenspender. Sag, Bertha, hast du sie noch alle? Das Wort Freudenspender ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Du hast sie wirklich nämlich alle. Du kannst doch hin, ja, als Christkindchen durch die Gegend laufen. Wieso? Mir steht blond. Der Friseur. Dann soll auch der Friseur mit dir die Session eröffnen. Ich weiß ja nicht, was du hast. Die Frisur ist doch. Ist unmöglich! Bist du dir überhaupt im Klaren, was du für einen Umfang hast, ja? Ja, wenn du so schlank wirst wie Fräulein Braunemann. Auch das will ich bald sein. Liebchen, einmal muss es hier raus. Ich habe mir einen Talienformer gekauft. Was? Eine Büstenhebe. Was willst du denn mit einem Schaufelader im Jochze nicht? Fräulein Bornemann hat gesagt, ohne das Ding passt überhaupt nicht in das neue Kleid rein. Ach, das hat Fräulein Bornemann gesagt. Mhm. Ja, da trägt das Ding ins an. Ja, Liebchen. Du, Liebchen, hast du auch mit Orden frische Putz. Oh ja, wie geht's? Ja, die Juden mit dem Silberlappen und die anderen mit Sido. Drüben hat jetzt eine neue Karnevalsgesellschaft aufgemacht. Bo. Ob der Scherz, Sieg. Die bringen im EZ ohne Ordnung aus. Junge, Junge, ich sage dir. Ja? Der reinste Kitsch. Ich will nicht sagen, dass ich etwas gegen den Straßenkarneval habe. Da mache ich selbst noch mit, wenn ich in Form bin. Straßenkarneval finde ich gut, aber so kommerzieller Karneval, der gibt mir nichts mehr.